Ja, wir sind mit unserer Predigtreihe Jesus trifft in der Karwoche angekommen. Und ich freue mich, dass unser Künstler Norbert Denzel das in wunderbarer Weise hier umgesetzt hat und uns zur Verfügung stellt. Karwoche, Kara, dieses althochdeutsche Wort meint ja weinen, wehklagen, trauern, klagen. Grau ist so dieser Farbton. Steht auch für das Grauen in der damaligen Zeit, dass die Menschen erst gejubelt haben am Palmsonntag, Hosianna, hier kommt der König Israels, und 5 Tage später hat das Volk gerufen, kreuzige ihn, welch ein Grauen. Mitten hinein kommt diese rote Farbe wie ein Keil, der Kreuzestod Jesu Christi. Ist mit dem Tod wirklich alles aus? Nein, die Farbe grün zeigt uns diese grüne Verlaufsfläche. Der Tod ist nicht das Ende, Jesus ist auferstanden. Es gibt einen Ausweg aus dem Tod, oder Norbert hat es noch viel pointierter gesagt, dieser Ausweg ist ein Aufweg. Ein Aufweg, es geht aufwärts. Und ihr Lieben, es gibt eine Person in der Bibel, die diesen Weg ganz bewusst nicht gehen wollte und auch nicht gehen konnte. Und diese Person wollen wir uns heute Morgen ein klein wenig näher beschäftigen. Es ist folgende Person, es ist Judas Iskariot. Jesus trifft Judas Iskariot. Oder mit diesem Bild hier vorne könnt ihr sehen, wenn Frust oder Enttäuschung die Überhand gewinnt. Dieser Jünger nimmt ja eine tragische Rolle im göttlichen Heilshandeln Gottes ein. Er hat Jesus Christus letztlich verraten, er hat seinem Leben sogar ganz bewusst ein Ende gesetzt, weil er eben für sein Leben keinen Ausweg mehr sah, weil er auch für sein Jüngersein mit Jesus Christus keinen Aufweg mehr sehen konnte, nur noch den Ausweg in den eigenen Tod und in den Verrat Jesu Christi. Und diesem Judas Iskariot wollen wir uns einmal näher zuwenden. Ja, es ist eine Person, die Rätsel aufgibt, die uns fremd erscheint und ganz ehrlich, mit der wir uns kaum so richtig identifizieren können, nicht wahr? Judas Iskariot, der Verräter. Obgleich, wenn man sich beschäftigt im Neuen Testament mit dieser Person und was über sie berichtet wurde und wie er auch stückweise bewertet wird, dann merkt man, dass diese Person vielleicht doch auch die ein oder andere Anfrage an unser Christsein, an unser Jüngersein mit sich bringt. Wie ist es bei uns, wenn sich immer mehr Frust einnistet, wenn Enttäuschungen sich hartnäckig breit machen oder wenn wir das, was wir erhoffen und erwarten, nicht eintritt, auch nicht in der Beziehung zu Jesus Christus eintritt? Ist Judas Iskariot da vielleicht auch eine Anfrage an uns? Begeben wir uns heute Morgen einmal einfach auf Spurensuche. Und wir lesen einen Text aus Markus 14, ab Vers 10. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Da heißt es, anschließend ging Judas Iskariot, einer von den 12, weg zu den hohen Priestern, weil er Jesus an sie übergeben wollte. Die hohen Priester freuten sich darüber und versprachen ihm eine Belohnung. Und von da an suchte Judas nach einer günstigen Gelegenheit, ihnen Jesus zu übergeben. Wer war also dieser Judas mit diesem entehrenden Stigma, der Verräter? Der Text gibt uns so einige Anhaltspunkte, ein erster Impuls. Judas Iskariot war einer von den 12, die mit Jesus gehen. So wird es hier berichtet, quasi nur in einem Nebensatz. Einer von den 12. Aber dieser kleine Nebensatz, der hat es schon in sich. Denn wenn wir jetzt das Markus-Evangelium zurückblättern würden und wir würden bei Markus 3 Halt machen, dann würden wir sehen, wie dort Jesus berichtet wird, wie Jesus die Jünger beruft. Und da heißt es in Markus 3, Vers 13, Jesus ging auf einen Berg. Jesus ging auf einen Berg und er rief zu sich, und jetzt hört genau hin, welche er wollte. Jesus wollte Judas Iskariot bei sich haben. Und dann schreibt Markus weiter, und sie gingen zu ihm und er ordnete 12 an, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, böse Geister auszutreiben.
Ihr Lieben, das gilt auch für Judas. Und Jesus setzte diese 12 ein, berichtet dann Markus. Und dann kommt diese Namensliste. Und da ist Judas Iskariot dabei. Einer von den 12. Welch ein Vorrecht. Jesus wählt mich aus. Welch eine Auszeichnung. Er schenkt mir seine ganz besondere Nähe. Welch eine Verantwortung, ihm dienen zu dürfen. Und welch eine Berufung, genauso wie die anderen 11, bevollmächtigt zu werden. Wie heißt es, böse Geister auszutreiben und das Reich Gottes voranzutreiben. Einer von den 12. Jesus vertraut ihm sogar die Jüngerkasse an. Wir können sagen, so wie jede Gemeinde einen Kassierer hat, lieber Jochen, so hatte auch der Jüngerkreis einen Kassierer, Judas Iskariot. Und noch bei seiner Verhaftung nannte Jesus ihn meinen Freund. Und ich glaube nicht, dass Jesus das ironisch gemeint hat. Wenn er sagt, mein Freund, warum bist du gekommen? Judas, einer von den 12 aus dem engsten Kreise Jesu, so weit, so gut, so weit, so schön, wäre nur dann nicht eben dieses fast unerträgliche Verhalten, dass er aus diesem Schatten der Jüngerschaft heraustritt und in den Schatten des Verrates hineingeht. Aber apropos Verrat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht erst innerlich sich von Jesus gelöst hat, wahrscheinlich schon, und dann eben in der Karwoche äußerlich. Aber apropos Verrat, was Judas hier tut und was hier unten so steht, ihnen Jesus zu übergeben, dieses Wort, jemanden zu übergeben, jemanden zu überliefern oder überantworten, in andere Hände ausliefern oder dahingeben, je nachdem, wie man es übersetzen mag, paradidonai, dieses griechische Wort. Und was ich jetzt sage, das wird uns den Atem stocken und die Sprache verschlagen, weil halten wir fest, was die Bibel an dieser Stelle festhält. Dieses Wort, jemand in andere Hände zu überliefern und dahin zu geben, das wird nicht nur über Judas Iskariot gesagt, sondern das beschreibt auch ein Handeln Gottes. Es beschreibt ein Handeln Gottes. Jesus, der um unsere Sünden willen dahingegeben wurde, Römer 4, Vers 25 oder noch deutlicher Römer 8, Vers 32, ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Gott ist es doch, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Dahingegeben werden, das ist ein Schlüsselwort für das Leben Jesu auf dieser Erde. Und auch wenn es uns erschreckt, es ist nicht zu leugnen, Judas hat etwas getan, was Gott auch tut. Beide haben Jesus Christus dahingegeben, ausgeliefert. Punkt. Aber, und dieses Aber müsste oder muss ich ganz lauthals und stark genug sagen. Aber, weil Gott und ein Mensch wie Judas ja nicht auf einer Stufe stehen und auch weil ihre Motivlage entgegengesetzt ist und diametral entgegengesetzt ist. Bei beiden das gleiche Handeln, bei Gott dem Vater und auch bei Judas dahingeben, in andere Hände ausliefern. Aber wie gesagt, das Handeln des Judas ist zu Recht ein Verrat gewesen, weil Frust, Enttäuschung in seinem Herzen überhand gewonnen hat. Das Dahingeben Gottes, seines Sohnes an die Menschen ist ein Heilshandeln gewesen. Und zwar aus Liebe und aus Gnade Gottes zu uns Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn hingegeben. Das war seine Motivation, das war seine Motive. Ganz anders bei Judas. Schauen wir, wie es bei Judas weitergeht. Wie gesagt, einer von den 12, ein Jünger Jesu. Wir würden uns auch Jünger Jesu nennen, oder nicht? Wer mit Jesus unterwegs ist, wir sind des Weges, wenn man sich einmal mit entschieden hat, das Leben mit Jesus zu teilen, dann sind wir des Weges mit Jesus, dann sind wir Jünger und Jüngerinnen Jesu. So wie Judas auch. In unserem Bibelwort finden wir einen zweiten Gedanken. Es ist der eine von den 12, der weggeht. Anschließend ging Judas Iskariot weg. Wir lesen dann hin zu den Hohenpriestern. Vor 3 Jahren ging Judas zu Jesus hin.
lesen wir in Markus 3. Nur 36 Monate später geht Judas von Jesus weg. Was um Gottes Willen, frage ich uns, ist in diesen 3 Jahren passiert, dass dieser Wechsel stattfindet? Von zu Jesus hingehen, mit ihm das Leben zu teilen und dann von Jesus weggehen. Was ist in diesen 36 Monaten in Judas passiert? Wie gesagt, wir begeben uns auf Spurensuche. Unser Predigttext beginnt mit diesem Wörtchen anschließend. Das heißt, wir können uns fragen, an welche Begebenheit schließt sich denn das an, dass Judas jetzt von Jesus weggeht? Was war zuvor passiert? Ich möchte uns erzählen aus dem Markus-Evangelium. Eine Frau zerbricht eine Flasche mit teurem Nardenöl. Sie salbt Jesus damit sein Haupt. Jesus lässt sie gewähren und sagt, sie tut ein gutes Werk an mir. Die Jünger aber werden unwillig. Was soll diese Verschwendung? Und jetzt kommt Johannes. Und aus dem Johannesevangelium wird uns Konkreteres dazu gesagt, nämlich er sagt, dass Judas dann gesagt hat, warum ist diese Salbe nicht verkauft und das Geld den Armen gegeben worden? Judas macht Jesus Vorwürfe, er macht Jesus Vorhaltungen. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes im Johannesevangelium an dieser Geschichte, dass Johannes, oder ich sage das Wort Gottes, wertet, was dahinter steckt, hinter dieser Aussage von Judas. Warum ist die Salbe nicht verkauft worden und das Geld den Armen gegeben worden? Johannes schreibt, Kapitel 12, Vers 1 folgende, das sagte Judas aber nicht, weil er nach den Armen fragte. Das ist nur das Argument der Präsentation, das Vorgeschobene. Sondern er war ein Dieb, schreibt Johannes, hatte die Kasse und nahm an sich, was gegeben wurde. Hier scheint sich etwas anzudeuten, weshalb Judas auch von Jesus weggegangen ist und warum er nicht mehr weiter im Vertrauen auf Jesus leben konnte und er deshalb seinen Glauben auch preisgab. Und dazu ein nächstes Bild. Anschließend ging Judas Iskariot weg oder anschließend ging Judas Iskariot wegen seiner Achillesferse Geld? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Er war ein Dieb, sagt Johannes. Eine ungesunde Liebe zum Geld zeichnet ihn wohl aus. 30 Silberstücke später zum Verrat. Ja, er scheint, oder hat er ein faustiges Problem mit dem lieben, schönen Geld? Ist das möglicherweise seine Achillesferse im Glaubensleben? Ihr wisst es, die Achillesferse stammt aus der griechischen Mythologie. Die rechte Ferse des Sagenheldes Achilleus war die einzige Stelle, an der er verwundbar war und zu Fall gebracht werden konnte. War das Geld die Achillesferse von Judas? Frage nur bei ihm. Paulus schreibt später einmal dem jungen Timotheus, praktisch ins Stammbuch, 1. Timotheus 6, Vers 10, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet. Und jetzt hört mal, was Paulus dann schreibt, was da passieren kann. Und sie sind dann vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Ihr Lieben, wenn das Geld unsere Achillesferse wird und wir da nicht aufpassen, drauf achten, dann nehmen wir Schaden in unserem Glaubensleben zu Jesus, würde Paulus sagen, und machen uns und anderen viele Schmerzen. Oh ja, so war es bei Judas. Seine ungesunde Geldliebe bereitete Schmerzen ihm und anderen und er verliert das Vertrauen zu Jesus. Ich weiß nicht, ob ich so direkt fragen darf, aber wie würdest du deine Achillesferse nennen? An welcher Stelle bist du verwundbar in der Nachfolge Jesu? Jeder Jünger Jesu hat eine oder seine Achillesferse. Würden wir dieses Wort so teilen? Eine Schwachstelle, die dir zum Fallstrick werden kann, wo du dir und anderen Schmerzen bereitest und dein Vertrauen zu Jesus geschwächt wird. Und genau an dieser Stelle wird auch der Teufel, der Diabolos, bei dir ansetzen, bei uns ansetzen, um dich zu Fall zu bringen. Ihr Lieben, lasst uns wachsam sein.
wachsam sein und vielleicht auch Mut finden, darüber zu reden, darüber nachzudenken, darüber zu beten, wie die Achillesfersen unseres Glaubenslebens geschützt und behoben werden können, damit wir nicht zu Fall kommen und einander Schmerzen bereiten und im Glauben auf der Strecke bleiben. Doch zurück zu Judas. Die Suche und die Ursache seines Weggangs ermöglicht noch eine tiefere Beobachtung. Dazu das nächste Bild. Anschließend ging Judas Iskariot weg oder wegen persönlicher Enttäuschung. Wieder Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wer die Evangelien durchliest, der merkt ja, es gab durchaus im Jüngerkreis immer wieder auch Spannungen. Finde es tröstlich und trostreich. Wie in unseren Gemeinden auch, gab es auch im Jüngerkreis Spannungen. Ja, der Johannes entpuppt sich plötzlich als Lieblingsjünger Jesu. Wie mag das den anderen damit gegangen sein? Petrus, Jakobus und eben wieder der Lieblingsjünger Johannes, die waren mit auf dem Berg der Verklärung. Was haben eigentlich die anderen darüber gedacht, warum sie nicht dabei sein durften? Wie hat man darüber geredet? Wie ist man da miteinander umgegangen? Es gab heftige Wortgefechte im Jüngerkreis, selbst noch im Vorfeld des Abendmahls. Wer ist der Größte? Wer hat das Sagen? Wer darf im Reich Gottes neben Jesus sitzen? Die Mütter haben sich eingeschaltet. Ihr Lieben, Hoffnungen wurden nicht erfüllt, Sehnsüchte nicht gestillt. Jesus hat die Messias-Erwartungen der Jünger nicht erfüllt. Zeitweise hat man sich nicht gut verstanden, zeitweise hat man Jesus nicht verstanden. All das ist passiert in diesen 3 Jahren im Miteinander. Auch im Jüngerkreis hat es gewaltig gemenschelt, wie auch in jedem Gemeindekreis heutzutage. Aber ich frage mich, ist Judas in diesen 3 Jahren von etwas erfasst worden, was ihn dann überwältigt hat? Ist er vielleicht von einer Enttäuschungswelle erfasst worden? Oder hat sie sich so langsam angebahnt und irgendwann wurde sie zu einem persönlichen Glaubenstsunami, der er nicht mehr entfliehen konnte? Enttäuscht von Jesus, enttäuscht von anderen Jüngern, heißt es deshalb auch, anschließend ging er weg. Gab es einen Punkt, an dem das Fass der Enttäuschungen dann übergelaufen ist? Ich glaube, keiner von uns will Judas sein. Ich möchte nicht Judas sein. Keiner von uns, glaube ich, möchte Judas sein. Aber ist Judas nicht auch eine Anfrage an mich an dieser Stelle und an uns? Wie gehe ich mit Enttäuschungen um, die das Leben einfach bereithält? Wie geht ihr mit Enttäuschungen um im Glauben, im Gemeindeleben? Im Gemeindekreis, im Jüngerkreis. Wie gehen wir damit um? Innerlich irgendwann auf Distanz oder äußerlich weg? Es gibt auch diesen Demas-Christ, gesagt wird, er war mit Jesus unterwegs und dann hat er die Welt wieder lieb gewonnen. Was ist da passiert? Was ist da passiert, dass es dazu kommt? Demas-Christen. Ich möchte euch etwas zeigen oder ich habe etwas mitgebracht. Und zwar einen Rucksack hier. Und ich nenne diesen Rucksack den E-Rucksack. Ich weiß nicht, wer von euch schon alles ein E-Bike hat und unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall nicht der entsprechende Rucksack dazu. Aber er heißt trotzdem E-Rucksack. Und dieses E steht ganz einfach für das Wort Enttäuschung. Und so ein E-Rucksack, ihr Lieben, hat jeder von euch. Und weil er einfach Bestandteil ist unseres Lebens. Wir gehen mit diesem E-Rucksack durch unser Leben. Und dann treffen wir Situationen oder wir treffen Personen und dann kommt es zu Verletzungen, zu Enttäuschungen. Und wieder tue ich einen Stein rein der Enttäuschung und so sammle ich im Laufe des Lebens meine Enttäuschungen rein. Es gibt 2 Fragen an dieser Stelle. Die eine Frage ist nicht, ob du einen Enttäuschungsrucksack hast oder nicht. Der gibt dir einfach das Leben mit. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Rucksack um? Kann ich mal innehalten oder diesen Rucksack Jesus hinhalten und sagen, Herr, lass uns den mal durchforsten. Lass uns den mal entleeren. Ich möchte davon mal wieder frei werden von diesen Enttäuschungen. Und wenn ihr jetzt meint, dass wir diesen Enttäuschungsrucksack so locker, cool tragen, wie ich den jetzt hier trage und so durchs Leben gehen, dann täuscht ihr euch. So tragen wir diesen Rucksack nicht.
Wir denken, dass wir ihn so tragen. Und vielleicht auch meinen, ach, so komme ich ganz gut zurecht und so schlecht sieht's auch nicht aus. Und schau erst mal dem anderen seinen Enttäuschungsrucksack aus, wie der da schlampig mit rumläuft. Nee, meiner sportlich toll, Markenname. Wir tragen den Rucksack nicht so sportlich leicht. Soll ich euch zeigen, wie wir den Rucksack in Wahrheit tragen? Wir tragen den Rucksack so. So tragen wir unseren Enttäuschungsrucksack. Und wenn er dann noch größer ist und noch mehr gefüllt ist, dann sehen wir vor lauter Enttäuschungen das wahre, das schöne Leben, den anderen nicht mehr. So tragen wir unseren Rucksack. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn er uns nach unten zieht vor lauter Schwere und wir den anderen nicht mehr sehen oder nicht mehr sehen können, weil wir ihn ja nur durch unsere Enttäuschungen sehen wollen oder können. Und wenn der Enttäuschungsrucksack noch größer wird, dann kann ich dem anderen auch nicht mehr die Hand geben. Das geht nicht mehr. Ich kann ihn auch gar nicht mehr umarmen und ich will ihn auch gar nicht mehr umarmen. Warum denn? Weil die Enttäuschungen zwischen uns stehen. Und ihr Lieben, jetzt mal ganz ehrlich, sieht das gut aus? Ich zeige euch mal mein Profil. Vielleicht sieht es so besser aus. Nein, es sieht nicht gut aus, oder? Ihr Lieben, lasst uns den Enttäuschungsrucksack ablegen. Es sieht nicht gut aus und es steht uns auch nicht gut zu Gesicht in unserem Glaubensleben. Aufweg. Es gibt einen Weg raus aus diesem Enttäuschungsrucksack. Wir werden ihn nie ganz ablegen können, aber wir sollen ihn immer wieder entleeren und mit Jesus hinhalten, damit diese Enttäuschungen wegkommen können. Und ich glaube, bei Judas ist das eben nicht passiert. Judas hat diesen Rucksack der Enttäuschung nie so recht leeren können oder vielleicht auch wollen. Und so sieht mancher Bibelausleger noch einen weiteren Motivstrang bei Judas. Ich möchte nur ganz kurz skizzieren, wenn man ihn immer wieder auch mal hört, aber ganz ehrlich gesagt, er findet in der Bibel keinen Beleg. Aber weil er so oft mit Judas Iskariot in Verbindung gebracht wird, möchte ich ihn zumindest nennen, dass es darum geht, einer verkehrten Sache, eine verkehrte Liebe zur Sache Jesu zu haben. Judas hatte ja Hoffnungen. Er hatte große Hoffnungen auf Jesus gesetzt. Und er sieht, dass aus seiner Sicht zumindest, dass da was schief läuft. Dass da grundlegend was schief läuft, wie Jesus die Sache hier angeht. Nämlich der Messias zu sein. Da läuft was grundlegend schief. Da muss ich oder da müssten wir Jesus auf die Sprünge helfen. Die Liebe zur Sache Jesu ist aber verkehrt. Und ich glaube, dass Judas möglicherweise darunter gelitten hat, alle Gelegenheiten zum messianischen Handeln, also die Römer hinauszuwerfen und die Sache Gottes über den Messias nachhaltige Kraft und Power zu geben, dort in Israel, das scheint Jesus immer zu verpassen aus der Sicht Jesu, aus der Sicht Judas. Aber darf die Sache Gottes untergehen mit dem Messias, nur weil Jesus, entschuldigen, das nicht richtig auf die Reihe kriegt? Judas, und so denken manche, steht hier in einer großen Gefahr, dass er denkt, jetzt ist höchste Zeit, Jesus zum rechten Handeln zu drängen, oder darf ich sagen, zum Zwingen, und wenn es durch Verrat ist. Jetzt werde ich ihn verraten, und durch den Verrat wird er endlich zeigen, dass er der Messias ist und wird gegen die Römer vorgehen und wird unser Volk befreien. Der Verrat als das letzte Mittel, den Messias zu Amt und Ehren zu bringen, vor aller Welt Augen. Weiß nicht, ob Judas so gedacht hat. Es gibt Ausleger, die das so sagen. Wie gesagt, es gibt keine Bibelstelle dazu. Die einzige Vermutung ist noch, weil Iskariot, wo kommt denn dieser Name eigentlich her? Da streitet man sich auch. Es gibt so es gab eine jüdische Sekte von Schwertträgern, die Sikarioi. Kommt Iskariot von da? Hatte Judas Verbindungen zu dieser Dolchstoß-Mörder-Sekte, die ja immer drauf waren, eben, dass man sich von den Römern befreit. Wie dem auch sei. Aber wenn bei Judas dies ein Motivstrang war, geschieht auf jeden Fall etwas sehr Dramatisches, nämlich die Liebe zur Sache Gottes macht ihn blind für Gottes Wege. Und das ist das Entscheidende. Und das kann auch uns passieren. Dass die Liebe zur Sache Gottes uns blind macht für die Wege Gottes, die er uns führt.
Und dann haben wir vielleicht auch einen blinden Fleck und wir können uns nicht so generell davon freisprechen, zumindest ich nicht, dass ich manchmal Gott sage oder vorwerfe, das könnte man doch besser hinkriegen, das könnte man doch besser machen mit Gemeinden, mit diesen Dingen und jenen Dingen. Die Liebe zur Sache Jesu macht blind für die Wege Gottes. Und das kann auch in Krisen geschehen, dass wir da blind werden für die Wege Gottes. Karwoche erinnert uns daran, es geht durch die Krise. Jesus geht durch die Krise. Das ist der Weg Gottes in die grüne Fläche. Manche Gemeinde geht durch einen Weg der Krise wieder in diese grüne Fläche, in diesen Aufweg hinein. Werden wir nicht blind für die Wege Gottes an dieser Stelle? Und dann noch ein letzter Gedanke, den habe ich bei Heinrich Kemner gefunden, Gründer vom Geistlichen Rüstzentrum Grelingen. Der hat ein Büchlein geschrieben zu Judas Iskariot zwischen Nachfolge und Verrat. Und er hat gesagt, Judas Iskariot, der nächste Gedanke ist einer, der das geistliche Hörvermögen verloren hat. Das geistliche Hörvermögen verloren hat. Ich liebe solche Begriffe, über die man erstmal stolpert und nachdenken muss, um sie zu begreifen. Und zu entdecken, was steckt dahinter. Das geistliche Hörvermögen zu verlieren. Er hört nicht mehr auf das, was Jesus sagt. Er hört nicht mehr auf Gottes Worte. Er hört mehr auf die Flüsterworte des Teufels. Im Lukas-Evangelium 22, Vers 3 steht, es war aber der Satan gefahren in den Judas, genannt Iskariot. Johannes 13, Vers 2 heißt es, und beim Abendessen hat der Teufel dem Judas Iskariot ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Wann ist das geschehen, dass die Flüsterworte des Teufels bei Judas im Herzen Nahrung fanden? In der Karwoche. So lesen wir es in der Bibel. Judas hat also irgendwo unterwegs das geistliche Hörvermögen verloren. Wahrscheinlich würde er nicht sagen können, wann das geschehen ist. Das geschieht ja meistens schleichend, aber irgendwann wirkt sich's aus. Er war dann nicht mehr bereit, auf Jesus zu hören, hat aufgehört, auf das Wort Gottes zu hören. Er hat es nicht nur aufgegeben, sondern er hat es eingetauscht, noch viel schlimmer. Er hat es eingetauscht gegen die Flüsterworte des Durcheinanderbringers. Jesus nennt ihn den Vater der Lüge und Petrus sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe, der Durcheinanderbringer. Meint ihr, dass wir nicht auch in der Gefahr stehen, auf die Flüsterworte des Durcheinanderbringers reinzufallen? Ihr Lieben, auch hier müssen wir wachsam sein. Wachsam sein. Und auch vielleicht mal miteinander drüber reden, miteinander beten, uns Gedanken machen. Wie können wir uns davor schützen? Wie können wir uns davon befreien, weiterhelfen? Gut, Bibelkenner wissen, es gibt auch eine biblische Vorhersehung, das muss ich hier noch sagen, Gottes, über den Weg, den Judas nimmt. Das müssen wir auch sehen. Keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Also es gibt schon auch diese biblische Vorhersehung über das Leben des Judas. Aber das entbindet Judas nicht von seiner eigenen Verantwortung, was in seinem Herzen los ist und wie er damit umgeht. Ich weiß, dass es ganz schwer für uns ist, zusammenzubringen. Nicht auf der einen Seite die Bestimmung der Schrift, dass das so geschehen wird. Auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung des Einzelnen, wie er damit umgeht und ob er sich darauf einlässt. Wir bekommen das mit unserer Vernunft nicht zusammen, zumindest ich nicht, mit meiner Vernunft. Es gibt noch andere Beispiele in der Bibel, wo das genauso ist. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, schreibt Paulus im Epheserbrief. Auf der anderen Seite werden wir aufgefordert, Jesus zu vertrauen, unser Leben im Glauben ihm anzuvertrauen. Ja, was nun? Ist es meine Entscheidung oder ist es ein Geschenk, eine Gabe Gottes? Es ist beides. Und beides gehört zusammen, aber wir kriegen es nicht zusammen. Und so ist es hier auch. Wir müssen es stehen lassen und in Demut annehmen, dass die Bibel davon spricht, auch wenn es für uns persönlich eine Spannung bedeutet, die wir nicht auflösen können. Ich möchte es zusammenfassen, die Vita des Judas Iskariot. Er ist einer, der hoffnungsvoll mit Jesus begonnen hat. Aber es ist auch einer, dem seine Schwachstelle mit zum Fallstrick wird. Er ist einer, dessen persönlichen Enttäuschungen Überhand nehmen. Und er ist einer, der das Hören auf Jesus verkommen lässt. Und am Ende ist er der eine,
der keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sein Leben ein Ende zu setzen. Den Aufweg, Norbert, den du uns hier gezeigt hast mit diesem Bild, diesen Aufweg, diesen Ausweg aus dem Grauen des Alltags, seines Alltags, der blieb ihm verwehrt, den hat er nicht mehr sehen können und nicht mehr für sich in Anspruch genommen. Ihr Lieben, ich glaube, so weit würden wir nicht gehen, dass wir unser Leben selbst ein Ende setzen. Aber kann nicht auch in uns etwas absterben, die wir einst so hoffnungsvoll mit Jesus begonnen haben? Kann in uns nicht was innerlich absterben? Und dass wir einen Aufweg nicht mehr so recht sehen? Wie kann das heute aussehen, dass wir das, was in uns glaubensmäßig abgestorben ist, dass wir das einem Aufweg hinhalten oder diesen Aufweg neu gehen? Ich glaube, es beginnt mit einer ganz ehrlichen Frage und damit möchte ich auch enden. Wisst ihr, als Jesus beim Passamahl zu seinen Jüngern sagte, einer wird mich dahin geben, da haben sich die Jünger im Kreis alle angeguckt und angeschaut und jeder hat gefragt, bin ich es, Herr? Da war sich keiner sicher. Keiner im Jüngerkreis war sich sicher, ob er nicht der sein wird, der Jesus dahin gibt. Eine ehrliche Frage, bin ich es, Herr? Jeder sah sich selbst im Schatten des Verrates. Ein Petrus, der so impulsiv war, genauso wie Andreas, sein Schattenbruder, der kaum aufgefallen ist, wie Simeon, der Zelot, wie Thomas, der Nachdenkliche und der Stille, wie Matthäus, der immer noch den Hang zum Betrügen hatte als ehemaliger Zöllner und so weiter und so weiter. Jeder sah sich als der mögliche Mann im Schatten des Verrats. Und du und ich und wir, ich glaube, es beginnt mit einer ganz ehrlichen Frage heute Morgen. Und diese ehrliche Frage heißt, Herr, bin ich es, der eine, der hoffnungsvoll mit dir begonnen hat? Bin ich es, dem seine Schwachstelle zum Fallstrick werden kann? Bin ich es, dessen persönliche Enttäuschungen überhand genommen haben? Bin ich es, der das Hören auf dich verloren hat? Ich möchte uns einladen, dass wir unser Leben Jesus hinhalten. Jesus hinhalten. Dass wir den Aufweg suchen, wie er uns hier in diesem Bild dargestellt wird. Aus diesem Alltagsgrau. Wie sieht euer Alltagsgrau aus? Oder vielleicht erschreckt ihr vielleicht sogar vor dem Grauen eures Lebens. Ihr Lieben, dann lasst Jesus in die Kellerräume eures Lebens. Er will euch da diesen Aufweg geben. Hinein ins Rot, das Kreuz des Erbarmens und der Gnade und der Liebe Jesu. Es möge ganz hell leuchten und strahlen. Hinein in die grüne Verlaufsfläche, die berechtigte Hoffnung auf Leben. Die Karwoche in diesem Jahr lädt uns dazu ein. Wollen wir diesen Weg gehen? Ich biete uns einige Momente der Stille an, wo wir ganz persönlich mit Gott darüber reden, wo sein Wort uns getroffen hat. Ich möchte dann noch ein Gebet für uns sprechen und dann singen wir noch ein Lied, das Jesus noch mal ganz groß macht und verherrlicht. Nehmen wir die Zeit der Stille. Lieber Herr Jesus, die Reise in unser Herz, ja, die wir heute Morgen ein Stück weit gegangen sind, weil wir in das Herz des Judas schauen konnten, die Reise in unser Herz ist oft nicht einfach auszuhalten, Herr. Da gibt's Frust, da ist Enttäuschung. Da sind Schwachstellen. Da ist die Frage, wie weit wir noch auf dich hören. Herr, das ist nicht einfach, sich dem zu stellen. Aber die Reise in dein Herz, lieber Herr, die lässt uns dann neu aufblicken und zuversichtlich sein.
Du hast nicht nur gewusst, dass dich jemand verraten wird, du wusstest es schon immer, wer es sein wird. Und so weißt du auch schon alles über uns. Und deine Liebe hat den Judas durchgetragen, diese 3 Jahre. Deine Gnade hat ihn durchgetragen und so trägst du auch uns durch, Herr. In langmütiger, geduldiger Liebe. In deiner Liebe bietest du uns an, diesen Aufweg anzunehmen, den du gegangen bist, aus dem Grau übers Rot in das Grün hinein. Herr, die Reise in dein Herz lässt uns neu Mut machen. Erbarme dich über uns, vergib und heile und nimm uns mit hinein in den Aufweg des Lebens. Danke, Herr. Amen. Wer das noch gerne vertiefen möchte, hinten gibt es wieder das Handout und auch vom Norbert nochmal diese wunderschön gestaltete Postkarte dazu. Beschäftigt euch weiterhin mit dem Wort Gottes. Jetzt wollen wir ein wunderbares Lied singen. Jesus, Erlöser der Welt, was für ein Mensch und was für ein Gott.